Emotionen findet man eher selten bei Sitzungen der Europäischen Zentralbank. Wenn sich die Hüter des Euro treffen, dann geht es um Zahlen, um nüchterne Strategien, mit denen die Preise im Euroraum stabil, die Inflation in Schach gehalten werden sollen. Vielleicht war manchem heute beim Treffen des EZB-Rates in Berlin aber doch ein wenig melancholisch zumute. Ein letztes Mal gab EZB-Präsident Jean-Claude Trichet die monatliche Zinsentscheidung bekannt. Den Zinssatz, zu dem sich Europas Banken Geld von der EZB leihen können. Ende des Monats nach 8 Jahren verlässt der Franzose das Amt. Wir werden auch gleich noch mit ihm persönlich sprechen, denn er hinterlässt eine angeschlagene Bank und noch dazu in Krisenzeiten. Tim Herden. Europafahnen gab es heute in Berlin jede Menge. Vielleicht, weil der Euro Flagge zeigte. Ausflug des Präsidiums der Europäischen Zentralbank nach Berlin. Zugleich die Abschiedsreise für ihren scheidenden Präsidenten Jean-Claude Trichet. Doch für Nostalgie lässt die Schuldenkrise keine Zeit. Trichet verkündet die Entwicklung der Leitzinsen. Sie bleiben bei 1,5%, obwohl es schon viele Symptome für eine Wirtschaftskrise gibt. Denn, so die Einschätzung von Trichet, die anhaltenden Spannungen auf den Finanzmärkten in der Eurozone werden sich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum in Europa im zweiten Halbjahr 2011 auswirken. Im Klartext, der Krise in der Eurozone könnte eine Krise der Realwirtschaft folgen. Außerdem droht eine Bankenkrise, weil die Banken zu viel in Staatsanleihen von Eurostaaten investiert haben, die diese nicht zurückzahlen können. Die entstehenden Verluste belasten die Bankbilanzen. Deshalb gibt es weniger Kredite an die Wirtschaft, ein finanzpolitisches Bermuda-Dreieck. Wie findet Trichet da heraus? Bisher war er der Mann der stabilen Preise und der stabilen Inflationsrate. Doch nun verspielt er dieses Erbe. Sein Notausgang, ein weiteres Staatsanleihenaufkaufprogramm von 40 Milliarden. Wertlose Papiere dieser Art im Wert von 160 Milliarden hat er schon im EZB-Depot. Sie belasten die Stabilität des Euro. Der Staatsanleihenaufkauf ist der Sündenfall in Trichets Amtszeit, meint Finanzexperte Volker Wieland. Die EZB hat sich natürlich aus dem rein geldpolitischen Terrain herausgewagt und macht im Prinzip mit Fiskalpolitik, versucht einzelne Staaten zu retten. Das, denke ich, ist eine gefährliche Situation, die auch zu starken Zweifeln und Glaubwürdigkeitsverlusten bei der EZB führen können. Auch dem deutschen Bundesbankpräsidenten schwillt der Kamm beim Thema Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB. Umso schneller dieses Übel ausgemerzt werde, umso besser, grummelt er ins Mikrofon und meint damit, dass zukünftig der Europäische Rettungsfonds, also die Eurostaaten selbst, diese Aufkäufe übernehmen sollen. Doch vielleicht ist Trichet auch der falsche Adressat dieser Kritik. Er war und ist in der Eurokrise nicht immer der Koch, sondern oft der Kellner der Politik. Sie bestimmt, wer in der EZB sitzt und auch, wohin die EZB steuert. Diesen Konflikt, um die Unabhängigkeit der EZB aufzulösen, ist neben dem Neubau der Zentralbank in Frankfurt die größte Baustelle für Trichets Nachfolger. In Berlin begrüße ich den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet. Einen schönen guten Abend. Ende des Monats. Good evening, man. Ja, Ende des Monats. Nach 8 Jahren verlassen Sie die EZB. Wenn Sie in einem einzigen Satz Ihre EZB-Präsidentschaft zusammenfassen sollten, so eine Art Resümee ziehen, wie würde dieser Satz lauten? Ich würde vermutlich sagen, dass wir ein Hauptmandat hatten von den europäischen Bürgern aus 17 Euro-Ländern. 332 Millionen Bürger haben uns ihr Mandat gegeben und wir haben die Preisstabilität tatsächlich bewerkstelligt in den ersten 13 Jahren der Existenz des Euros. Wir befinden uns genau im Inflationskorridor von 2,0%, trotz der starken Preissteigerung bei Öl- und Energiekosten. Increases and energy prices that are quite high. Bei Ihrem Amtsantritt, da wurde der Euro als Zukunft Europas, als mögliche neue Leitwährung gefeiert. Jetzt gilt er manchen allerdings auch als Auslaufmodell. Hätten Sie damals eine derartige Krise sich überhaupt vorstellen können? Wir erleben gegenwärtig die schwerste globale Krise, also nicht bloß auf europäischer Ebene, sondern auf globaler Ebene seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die schwerste Krise der letzten 66 Jahre. Und da kann es kaum überraschen, dass die hochentwickelten Volkswirtschaften ihre eigene Politik, ihre Strategien überprüfen müssen. Das gilt für die USA, das gilt für Japan und das gilt auch für Europa. Das
Das heißt, unsere europäischen Probleme hängen nicht so sehr mit unserer Währung zusammen, mit dem Euro, der nach wie vor eine glaubwürdige Währung ist, der eine stabile Währung ist, sondern die Probleme hängen zusammen mit einer mangelnden Stabilität der Finanzsysteme. Das heißt, es gibt nicht genug Governance, es gibt nicht genügend Kontrollmaßnahmen. Die Währung ist nicht das Problem, die EZB ist nicht das Problem, sondern die fiskalische Politik, die Wettbewerbspolitik, die Strukturreformen. Das sind die Dinge, wo wir darauf hinwirken, dass das verbessert werden muss. Die EZB hat ja verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, manche aber auch nicht. In Ihrem Heimatland wurden Sie bei Amtsantritt als finanzpolitisch harter Hund, als Preuße bezeichnet. Und jetzt in dieser Krise werden Sie aus Deutschland als zu weich kritisiert, weil Sie das Prinzip der Unabhängigkeit der Notenbank durch den Ankauf von Staatsanleihen gebrochen haben. Im EZB-Rat haben wir gleich zu Beginn der Krise eine Trennung vorgenommen zwischen der Zinspolitik auf der einen Seite, die ja darauf abzielt, Preisstabilität zu gewährleisten, was uns auch gelungen ist. Das sind nicht bloße Worte, sondern das sind nachprüfbare Tatsachen. Und all das mussten wir tun, während die schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs uns beschäftigt hat. Das haben wir durch eine Reihe von Maßnahmen geschafft, die zu einer besseren Umsetzung unserer Währungspolitik geführt haben, und zwar auf gesamteuropäischer Ebene. Das haben wir mit viel Umsicht getan, sehr vorausschauend, sehr vorsichtig. Und ich glaube, das Schlimmste in einer solchen Situation wäre, die Realität zu verleugnen. So wird man seiner Aufgabe nicht gerecht. Und die Realität ist, dass wir es mit krisenhaften Märkten zu tun haben. Sie sind gewollt oder ungewollt irgendwie zur finanzpolitischen Feuerwehr Europas geworden. Fühlen Sie sich in dieser Krise von der Politik möglicherweise alleingelassen? Die Feuerwehr, das sind die nationalen Regierungen. Die nationalen Regierungen, die sich natürlich anständig benehmen müssen. Sie haben den Rettungsschirm geschaffen und sie müssen auf angemessene Weise versuchen, die Stabilität des Systems zu wahren. Wir können ja die Regierungen nicht ersetzen. Heute haben Sie ein neues Bankenhilfsprogramm aufgelegt. Die Banken sollen aber auch stärker zur Bewältigung der Finanzprobleme der Euro-Länder herangezogen werden. Und dann muss man sie über kurz oder lang ja wieder retten. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis heraus? Selbstverständlich müssen auch die Banken ihre Hausaufgaben erledigen und sich anständig benehmen. Das haben wir ihnen auch gesagt. Sie müssen einen Teil ihrer Gewinne darauf verwenden, dass sie ihre Bilanzen auf eine solidere Basis stellen. Sie müssen bescheidener sein, was ihre Gewinne angeht. Und wir haben gesagt, sie müssen ihre Eigenkapitaldecke erhöhen. Denn das Wichtige ist, dass sie als Geldgeber der europäischen Wirtschaft fungieren können. Ein optimistischer EZB-Präsident Jean-Claude Trichet. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank nach Berlin. Thank you very much, Madame, indeed. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. In der europäischen Schuldenkrise bleibt Griechenland wohl vorerst die zentrale Baustelle. Tipps, wie das Land sich von seinem Schuldenberg befreien soll, kamen heute von Bundeswirtschaftsminister Rösler zu Beginn seines anderthalbtägigen Besuchs in Griechenland. In Athen sagte er, wir wollen alle Staaten, die in der Eurozone sind, in der Eurozone halten. Zudem schlug er eine Förderbank für den griechischen Mittelstand vor. Morgen spricht Rösler unter anderem mit Griechenlands Ministerpräsident Papandreou. Letzte Woche hat der Bundestag mit breiter Mehrheit der Erweiterung des Euro-Rettungsschirms zugestimmt. Doch seitdem gibt es neue Zweifel daran, ob Griechenland überhaupt wieder auf die Beine kommt. Noch einmal Michael Strempel in Köln. Wie stehen denn die Deutschen zu weiteren Hilfen für die Griechen? Sie werden ganz klar skeptischer. Und das wird vor allem deutlich, wenn wir unsere Umfragen einmal vergleichen. Wir haben schon im Juli gefragt, sollen die anderen Euro-Länder Griechenland weiter unterstützen? Und damals sagten 47% der Befragten, nein, keine weiteren Griechenlandhilfen. Aber fast genauso viel, 45%, sagten, ja, Griechenland soll weitere Hilfe bekommen. Jetzt im Oktober geht die Schere deutlich auseinander. Inzwischen sagen 53%, nein, keine weiteren Griechenlandhilfen. Und nur noch 42% finden, die Griechen sollten weiter Hilfen bekommen. Für die Bundesregierung wird es also deutlich schwieriger, ihre Griechenlandpolitik zu erklären. Im Vorfeld des CSU-Parteitags, der morgen beginnt, gab es Streit in der Koalition darüber, ob wir angesichts der Krise mehr oder weniger Europa brauchen. Was denken denn die Deutschen? Bedeutet ihre Skepsis gegenüber weiteren Hilfen für Griechenland auch eine generelle Skepsis gegenüber Europa? Noch sind die Deutschen pro-europäisch, aber die Europabegeisterung nimmt spürbar ab.
Wir haben gefragt, sollen die europäischen Länder in den nächsten Jahren enger zusammenrücken, noch mehr gemeinsame Politik machen? 58% finden ja, das sollten sie tun, aber das sind 6 Punkte weniger, als wir noch im September ermittelt haben. Und die europäischen Länder sollen wieder stärker alleine handeln, das finden inzwischen 39%, 6 Punkte mehr als noch im September. Wenn schon mehr Europa, wie es im Moment ja als mögliche Lösung der Schuldenkrise diskutiert wird, dann aber wollen die Deutschen mitreden können. Wir haben gefragt, wenn Europa mehr Rechte erhalten soll, müssten die Deutschen darüber denn in einer Volksabstimmung entscheiden? Und 80% haben gesagt, ja, die Deutschen müssten über diese Frage in einer Volksabstimmung mitreden können. Problem nur, für eine Volksabstimmung, die auch bindend wäre, müsste die Verfassung geändert werden. Und da bestünden sehr hohe Hürden. Alle Ergebnisse dieses Deutschland-Trends wie immer auch auf tagesschau.de. Ja, vielen Dank für diese Information, Michael Strempel in Köln. Die heutigen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank haben auch den Börsen wieder Auftrieb gegeben. Noch einmal kurz Nachrichten mit Susanne Daubner. Zuerst gaben die Kurse zwar nach, weil viele Anleger eigentlich eine Zinssenkung erwartet hatten, doch dann drehten die Aktien ins Plus. Der Dow Jones Index stieg auf 11.123 Punkte und der DAX auf 5.645. Mehr dazu aus Frankfurt von Stefan Wolf. Trotz steigender Kurse schwelt die Angst vor einer Bankenkrise weiter. Doch die Europäische Zentralbank und die europäische Politik zeigen sich entschlossen wie selten, Zusammenbrüche zu verhindern. Diese Signale kamen an. Aktien europäischer Banken verteuerten sich heute im Schnitt um 4,2%. Das ist allerdings ein Tropfen auf dem heißen Stein. Seit Jahresbeginn haben Banken rund 31% an Börsenwert verloren. Das liegt auch an den Zweifeln der Anleger an der Bonität der Banken. Diese Ängste wurden heute erneut geschürt. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der italienischen Großbanken UniCredit und Intesa deutlich herabgestuft. US-Präsident Obama drängt Europa im Kampf gegen die Euro-Krise zur Eile. Die Europäer müssten das Problem nun schnell lösen. Bei einer Pressekonferenz sagte Obama, der zurzeit stärkste Gegenwind für die US-Wirtschaft sei die Unsicherheit Europas. Es bestehe die Gefahr, dass die Krise auf die weltweiten Finanzmärkte überschwappe. Zugleich äußerte Obama Verständnis für die Proteste in den USA gegen die Macht der Banken.